Krisensitzung in Pokémon Schwarz. Was ist los? Ich sollte hierher kommen, Guys. Damit kenne ich mich aus, wenn er beim VfB. Lauro hat mich bereits über alles aufgeklärt. Du bist. Da bist du ja in einen ordentlichen Schlamassel gelandet, Tobina. Bist du hier von, ne? Das ist doch der alte Stein, der im Wissenresort gefunden wurde. Genau. Aber ja, tatsächlich etwas mit dem Drachen-Pokémon zu tun. Ganz gewiss, natürlich. Bei meinen Nachforschungen über die Drachenstiege habe ich herausgefunden, dass in ihren Materialien verbaut wurden. Was der Hell ist das für ein Satz? Da verbaut wurden, die auf dieselbe Epoche hinweisen, aus der auch dieser Lichtstein stammt. Das waren eigentlich meine Nachforschungen, aber egal. Wow, das war echt gute Arbeit. Ja, aber da können wir ja wirklich von Glück reden, dass die Plasma vorher nicht auf diesen alten Stein aufmerksam wurde, oder? Das kannst du laut sagen. Wir können jetzt wohl ganz sicher davon ausgehen, dass die Schlunken den Drachenstiel gestohlen haben, weil sie vorhatten, das legendäre Drachenpokémon wieder zu erwecken, ja? Na gut, du, dann nimm das jetzt an hier. Ah, der Nagablick, Domina, du musst dann aufpassen. Wenn du den Leitstein an dich nimmst, dann bedeutet dies, dass dein Schicksal unabdingbar ist, damit du den Kampf gegen ihn stellen müsst. Falls ich sterben sollte dabei, bist du dir darüber im Klaren? Jo! Ja, dann ist ja gut, dann nimm den Scheiße an und ich versuche mein Bestes, nicht dabei zu sterben. So ist es also, da bringt der Lichtstein also die Macht, den Polen und uns Notfall die Chance auf eine vollkommene Zukunft zu bewahren. Versprich mir gut darauf aufzugeben, du. Lichtstein erhalten, ja geil. Yay, Lichtstein. Und wie bewerkstelligen wir nun, dass aus dem Stein das Drachen-Pokémon hinauskribbelt? Ich hab's, warum fragen wir nicht einfach einen Experten? Ah, genau, meine Experte. Ich weiß da genau, wenn du meinst. Ich habe ein Magazin drin gelesen. Er ist überall einen Stern gebaut, so. Ich werde mich gleich auf den Weg nach Twin Tricks City machen. Der Innenleiter dort kämpft mit Drachen-Pokémon. Vielleicht kann der Mann jetzt ja weiterhelfen. Ich gehe schon mal voraus und warte dort auf dich. Bis bald. Natürlich habt ihr recht. Es ist gut möglich, dass Lysander aus Twin Drake City etwas weiß. Ja, das wäre schon möglich für Töchterchen. Naja, Domina. Vergiss bitte niemals, deine Pokémon stets an deiner Seite sind. Und ich bin ja auch für dich da. Wir begeben uns dann zurück ins Labor, um uns über das Drache-Pokémon schlau zu machen. Wir werden prüfen, ob es eine Methode gibt, mit der man es wiedererwecken kann. Ja, schau dann. Nur keine Angst, wenn du in eine Klemme geraten solltest, eilen wir dir sofort zur Hilfe. Vielmehr, als die Situation offenbar ziemlich angespannt ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Weißt du eigentlich, wie du nach Twin Drake City gelangst, Mina? Wenn du von mir... Ja, natürlich. Von dem Scheißdreck da. Ich zeige es ja gleich. Wenn dir meine Wegbeschreibung aber noch nicht reicht, dann, ja, schau gar keins Video, da ist zu sehen. Na gut, dann schauen wir mal gar keins Video. Yay, nächste Route. Und soweit ist es, glaube ich, gar nicht bis zur letzten Startroute. Ach. Oh, und im Winter kann man hier schlittern. Episch. Hallo. Episch? Im Frühling konnte man einfach drüber laufen. Ja, aber ich finde das lustig irgendwie. Okay. Also in Gold und Silber fand ich das natürlich derbe in dieser Höhle, aber so ist es. Es ist auch realistisch, das muss man auch bedenken, dass da im Sommer, beziehungsweise Frühling, Herbst, Sommer, dass da mal so eine Pfütze ist und im Winter ist es halt vereist und man kann darauf schlittern. Das finde ich sehr, sehr cool. Das stimmt zwar, aber wie viele Leute siehst du, die, wenn sie zur Schule gehen, erstmal über ein paar Seen schlittern? Das ist ja kein See, das ist nur eine Pfütze. Das ist eine derbe Pfütze, aber.
War schon eine größere, aber wenn du dich erinnerst, man konnte drüber laufen. Also wir waren nicht irgendwie im Wasser versunken, sonst müssen wir mal einen Surfer benutzen. Deswegen passt es schon. Jetzt weiß ich gerade nicht, wer mehr Membrana ist, oder Membrana. Das ist das Wasserboot, ich glaube. Echt? Oh, Dreckskerl. Ich glaube. Chinesisch Schwein, ja. Asoziale da. Hier, nimm das. Ich werde besser. Ja. Was ist diese... Ey, Alter, warum überlebst du das? Das kann doch nicht sein hier. Gute ausgeglichene Werte, ich glaube Spezialverteidigung liegt bei 85. Achso, na gut. Maracamba, der ist aber neu jetzt. Keine Ahnung. Nee, doch nicht, aber ist ewig nicht gekommen. Was habe ich denn gegen den? Eigentlich nix. Das Pflanze, also Psychokinese fast. Nee. Psychokinese ist ja nur sehr effektiv, wenn es Pflanze Gift ist. Ja, ich meinte neutral. So. Ja. Dann hat aber nicht gereicht. Was denn? Auch. Die alte braucht doch noch ein paar Level. Telekinese, das kannst du dir sowas von abschminken, Alte. Das wird nix. Episch. So, der langweilt mich wieder mit seinen Bären, ja, dem Gelaber. Und hier finde ich den Giftstich der Giftattacken verstärkt. Ist interessant, dass hier mal im Winter zu zocken. Ich weiß, im Sommer oder beziehungsweise im Frühling hat uns die Gegend hier ziemlich gut gefallen. Ja, das sah eigentlich ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich auch bald wieder künstlich in den Frühling wechseln, damit ich euch die anderen Jahreszeiten noch zeigen kann. Was? Matschbombe. Ja, ist ganz cool, oder? Ja. Allerdings habe ich hier gerade ein Problem. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hä? Vergesst, was ich gesagt habe. Einfach. Ich will einfach drüber laufen können. Ganz einfach. Junge, runter nach links. Nein, nach links. Ich surf da jetzt runter, einfach. Runter, links. Aber ich komme ja trotzdem nicht ans Item ran. Ist so und dann hoch. Ich komme nicht ans Item ran. Ja, wo wäre das? Ja, irgendwo da. Okay, Leute, keinen Bock mehr auf den Winter. Ich werde ihn ändern. Bis gleich. So, jetzt haben wir Frühling. Wenn ihr euch fragt, wie ich das gemacht habe, ich habe einfach an meinem PC um einen Monat vorausgestellt. Also wir haben jetzt schon Mai. Cool, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das auch machen könnt, indem ihr einfach die Zeit an eurem DS vorstellt. Ich weiß nicht, ob das geht. Weißt du davon was? Ja, geht. Geht, okay. Ist im Monat verdrängt. Aber wolltest du nicht das Item holen irgendwie? Ja, mache ich gleich. Der ist echt eiskalt, der Gradlaber. Ja, wir waren ja schon im Frühling und so. Es wäre so episch, so Winter zu sehen. Jetzt stell dir das eiskalte Frühling um. Ja, ich bin halt so. Kein Bock auf die ganzen Diskussionen hier. Bam. So, zeig mir das Item an, bitte. Wahrscheinlich, dass es sich gelohnt hat. Ich sage nein. Und ich habe gegen recht. Wobei es gar nicht so schlecht ist. Hier. Ja. Ist nicht so schlecht. Nee, ist aber findet man in dieser Region einfach viel zu oft. Baila. Wieso? Man kann es nicht kaufen, da kann man den Scheiß gar nicht auf genug finden. Gut, stimmt auch wieder. Top Genesung. Hallo. Ich grüße dich, Ranger. Schade, dass die nicht einfach irgendwie mal so ein Celebi haben oder so. Was soll das bringen? Naja, das passt zu den Rangern ja. Cool. Dann würden wir einen Arsch voll kriegen. Nee. Glaub ich nicht. Ja, das setzt Zeitreise ein und schickt alle unsere Pokémon in eine andere Dimension. Kannst du irgendwann mal jemanden mal umbringen? Und warum setze ich Geist gegen nein, normal ein? Nein, nein, nein! Ja, ich weiß. Ja, ach, oh, Scheiß! Ganz ruhig. Genau das, was ich von mir hasse, meine eigene Blödheit. Die Schlampe schläft mir. Und wird dabei verprügelt und wacht mich auf, während sie verprügelt wird.
Vielleicht solltest du jetzt die Top-Genesung benutzen, die du gerade bekommen hast. Ah, der Alien. Da wird sie sich blutig schlagen. Ja. Lächerlich. Und tot. Also eigentlich habe ich von der von Morbitesse doch mehr erwartet. Es haben schon ein paar bemängelt, dieses Teammitglied, und langsam glaube ich, dass diejenigen sogar recht haben. Also ich habe es genommen, weil man mit ihr viele verschiedene Attackentypen beibringen kann und das deswegen meine Vielfalt im Team etwas unterstützt. Aber wenn die tatsächlich nichts auf die Reihe kriegt, dann wird's derbe. Ich hoffe, dass die kommenden Level einfach stärker werden, aber es sieht schlecht aus. Ich kriege hier noch TM42 Fassade. Ja, das Problem, also sie ist natürlich eher defensiv orientiert. So ähnlich wie Gardevoir eigentlich. Würde ich mal sagen. Das ist zwar richtig, aber trotzdem, das kann doch nicht sein. Ja gut, in der Region ist es natürlich schwierig, weil man hier meistens gleiche Level hat. Und wenn man eher ein defensiveres Pokémon hat, kann man halt nicht wirklich One-Hit-Chaos machen. Bei eher gleichen Leveln. Ich brauch's jetzt allerdings gleich wieder. Sehe ich hier, weil da ist ein Angler. Heißt, ich brauch Donnerblitz. Ja, der wird dann wieder 5 Basuraus oder so haben. Ja, eben. Also das Spiel regt mich langsam einfach nur noch auf, muss ich echt sagen. Na gut. Na gut, also das ist tatsächlich das ist so, ich glaub's nicht. Na gut, das ist natürlich so, dass Angler früher in 4 Generationen immer nur Carpados hatten. Also nee, das stimmt nicht. Ich hatte es nur noch selten. Die hatten. Da gab's schon viel Feld. Halt. Teilweise. Es gab wirklich wenige, die nur diese Drecks-Carpadore hatten. Die meisten Angler schon. Das, was sie nicht hatten, waren eher die Schwimmer, die man recht oft traf. Und wobei es natürlich geil war, wenn sie irgendwie 6 Carpados hatten, dann beim Rematch 6 Garados. Und das gab ja Erfahrung am Mars. Das war schon epic, das ist richtig. Aber ja, hier gibt es ja keine Rekämpfe. Rematches. Du spielst ja bald Feuerrot, da kannst du dann wieder abkühlen. Ja. Yeah. Ich freue mich schon, wenn ich eine andere Edition vor mir habe, weil ich weiß nicht. Langsam geht mir das echt auf den Sack. Bis zur bunte Edition denn. Was ich auch interessant finde, ist, dass ich langsam sogar den Eindruck erwecke, dass ich das Spiel mag. Haben scheinbar ein paar den Eindruck. An meiner Einstellung hat sich überhaupt nichts geändert. Ich habe auch Kommentare auf das frühere Video bekommen, das wir gemacht haben. Weißt du noch welches? Das allererste, wo wir die ganzen neuen Pokémon gesehen haben. Ja, das weiß ich noch. Ich bin hier den Eisbrocken. Ich weiß nicht, was es ist. Ich schaue gleich nach nebenbei. Könnt ihr dann lesen. Darauf kriege ich dann die Antwort, ja, jetzt hat sich deine Meinung nach dem Spiel ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, verstärkt wie... Hagelsturm. Achso, gut. Ich weiß nicht, wie dieserjenige, oder diejenigen, es sind irgendwie mehrere, auf diesen Entschluss kommen, weil das ist falsch. Meine Meinung ist genauso, wenn nicht schlechter. Also die genaue Meinung habe ich am Ende des White Parts geäußert. Also ich schätze einfach mal, die haben nur schwarz geguckt oder... Weiß ich nicht. Also meine Meinung hat sich geändert. Ich finde es schlechter wie vorher. Interessant. Und trotzdem als beide Editionen gekauft. Ja, das hat, konnte ich ja nicht ahnen. Am Anfang hat es auch Spaß gemacht. Aha. Aber dann habe ich es eine Weile gespielt. Also nach White habe ich mich schon fast drauf gefreut, weil White war das Ende episch und so und hat auch am Ende Fun gemacht. Jetzt ist aber eben nur das Ende aber geil. Ja, das. Und dann danach hat es auch nach einer wirklich starken Herausforderung ausgesehen, weil ja dann die Level halt so hoch waren. Aber dann habe ich irgendwie, ich habe immer mehr gezockt, habe immer gemerkt, irgendwie erinnert mich das ganze System nicht mehr an Pokémon. Es erinnert mich eher an eine amerikanische Firma, die sonst Ballerspiele macht und jetzt irgendwie bei Pokémon gelandet. Das war einfach diese ganzen Einblendungen, so ein schwarzes Kästchen, das in den Kämpfen erscheint mit Zsch. Und irgendwie so, das hört sich so total, ja, überhaupt nicht mehr nach Pokémon an. Diese schönen weichen Klänge sind einfach nicht mehr da. Das sieht alles so, ja, technisiert aus, als würde man sich das irgendwie mit einem
mit einer Maschine anschauen. Grafik fand ich anfangs gut, aber ich finde die in Hard Gold und Platin immer noch besser. Die war viel bunter, da hat man viel mehr Liebe zum Detail gesehen. Hier sieht alles so eintönig aus. Sound, ich denke jetzt erstmal genug davon. Unsere Fazits, die werde ich dann eh per Anmerkung zum White Part nach der Liga einblenden. Dann können sich alle nochmal darüber im Klaren werden, wie unsere Meinung zu dem Spiel ist. Natürlich das hat jeder stimmt, eine andere, aber wir wollen halt auch unsere äußern. Aber meine hat sich ja, wie gesagt, geändert. Ja gut, dann sagt das, was sich geändert hat, und dann ist es dir ja erledigt. Sag ich ja gerade. Gut, dann weiter. Und das hat dann, beim Sound habe ich halt gemerkt, der hört sich zwar gut an, aber irgendwie immer das Gleiche. Ja. Alle Tracks sind sich irgendwie gleich an, da ist keine Variation mehr drin. Und ja, es ist halt, wie gesagt, echt, also man kann dabei nicht mehr entspannen, weil es einfach zu viel Gerede ist. Und es gibt viele, die Pokolect spielen, die meinen, das hier sei ja die beste, da kenne ich viele Leute. Aber bei mir fehlt es da einfach, und was auch nicht. Was auch bei mir neu ist, ist das Problem, dass die Teambildung zu schwierig ist. Man muss für ein gutes Team viel zu lange im Spiel warten, dass es quasi schon fast zu Ende ist. Und was soll das? Ich habe euch am Anfang ein paar Leute aufgezählt, die man fangen kann. Ja, das war's dann aber auch wirklich schon. Mehr als das, was ich euch wirklich gesagt habe, das gibt's nicht. Wenn ihr wirklich bestehen wollt oder ein gescheites Team wollt, gibt es nicht mehr. Und das war früher einfach viel mehr Variation. Ja, da stimme ich dir komplett zu. Also, sie wollten ja dieses alte... Und sowas ist... Nee. Sie wollten halt irgendwie diese Nostalgie wiederholen. Da habe ich auch ein paar getroffen, die gemeint haben, ja, war wie früher und so. Aber das Problem ist halt jetzt, wo man gerade auch... Also jetzt zum Beispiel das nächste Nintendo-Turnier sieht ja als Regel vor, dass man nur Issue-Pokémon nehmen darf. Und scheiße, dabei ist halt wirklich, dass man keine Speed-Teams bilden kann, weil alle die Scheiße in der Hose drin haben. Also, früher gab es so viele verschiedene Gyms. Es gab Defense-Pokémon, es gab Angriffs-Pokémon, es gab Geschwindigkeits-Pokémon. Hier ist alles so derbe übertrieben. Anstatt dass man hier, was ich, Verteidigung zu 110, hat man hier gleich immer 130 Verteidigung, 140 Verteidigung und dafür innet nur 20 oder 10. Und man geht einfach immer so derbe ab mit den Werten in manchen Stellen. Und bei manchen macht es dann anderen Bereichen so jämmerlich. Also, es gab natürlich immer Pokémon, die in manchen Bereichen stärker ausgeprägt waren, in manchen weniger. Aber dass man immer so dermaßen abgeht von einem Extrem ins andere, ist einfach übertrieben. Und ich weiß nicht, wie man so ein gescheites Team aufbauen soll. Ich zeige, dass ich mit den anderen integrieren soll, gescheit. Ich kann es dir auch nicht sagen. Das müsste jetzt allerdings normal effektiv sein, weil ich glaube, der ist Pflanze Wasser. Nee, doch. Glaube ich auch. Doch nicht. Was nicht? Aber der achso, ja, aber der hat H2O-Absorber. Stimmt, so war es, genau, der hat H2O-Absorber. Was ist Marmolida bitte für eine Scheiße wieder? Kann es sein, dass das dieses. Ist doch egal, Mann, ich kümmere mich drum. ein Wasser-Pokémon, ist mir scheißegal und Borett. Hey, hey, Killer, wie geht's? Ich bin nicht von der Seite an und du kriegst auch Ohren in den Arsch, Mann. What the fuck, schon getroffen? Ja, natürlich, bin aggro, Mann. Deine Stimme regt mich auf, du. Deine Anwesenheit stört mich. Halt's Maul, komm zurück. Ich glaube, ich sollte auch mal Geofusion lernen, nur für den Fall der Fälle. Sollte Killer, wenn man mal zu sehr abgehen. Warum hatet ihr euch so? Ich hab keine Ahnung, der hat mir gestern noch eine PN geschickt, hat geschrieben, dass er mir immer Daumen runter gibt. Okay. Das Hochlade. So ein Arschloch. Ja. Keine Ahnung, was mit dem abgeht. Wahrscheinlich regt ihm auf, dass ich mehr weiß wie er. Das kann sein. Also ich werde mal ein intensives Gespräch mit ihm führen demnächst, weil das kann ja so eigentlich nicht weitergehen. Ja, das solltest du echt machen. Ich meine, mit Kerul bin ich auch klargekommen. Er war zwar ein wenig geistesgestört. Ja, der hat wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, was in seiner Umgebung passiert. Der wollte einfach nur schlecken. Fleisch und Arme rumliegen sehen und was weiß ich. Das stelle ich mir gerade so vor. So, was? Geil, kein. Ich sage, wer soll das sein? Ich kenne nur Tod.
Ja, ja, die beiden, die dich die ganze Zeit benutzt haben. Ach so, das, die ich immer wieder rausgeworfen habe. Ja, keine Ahnung. Oh, Kroko war schon epic. Ja, was macht er jetzt eigentlich? Weißt du das? Der ist momentan auf den Malediven. Echt? Ja, die ganzen Einnahmen von Pokémon White hat er halt dazu genutzt, um Urlaub zu machen. Ja, und ich meine, er und Urlaub. Hockt er da jetzt und frisst Touristen auf oder chillt er da jetzt echt? Ich will's nicht wissen, du. Ja, aber im Moment werden wir verantwortlich gemacht. Solltet ihr bewusst sein, wenn der irgendwie viel zu sehr abgeht. Also ich hol ihn nicht aus dem Knast ab. Ja, und hat er den Postgarter das so wenigstens gestickt? Nee, aber er hat mir mal was am Telefon erzählt. Es hat sich rausgestellt, dass er das Krokodil war, das einmal fast den Crocodile Hunter den Kopf abgebissen hat. Kennst du die Story? Ja. Ja, das war Kroko. Dessen wurde von einem Mantax erledigt. Ja, was ich scheiße finde, der war echt geil. Der war echt cool, also ich war mega depri, als ich das gesehen habe. Ja, ich auch, aber was ich scheiße fand, ist, dass seine Frau und die Kinder irgendwie überhaupt nicht depri waren. Die haben einen Job weitergeführt und so. Das wäre fast nichts gewesen, das fand ich richtig kacke. Naja, sagen wir es so, das war ja sein Lebenswerk. Und ich glaube, der wäre schon sauer gewesen, wenn sie das nicht weitergeführt. Ja, schon, aber so trauern und so ist ja vielleicht auch mal angebracht. Egal, das ist ein ganz anderes Thema. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr überhaupt den Crocodile Hunter kennt. Wenn nicht, dann könnt ihr ja darüber diskutieren und wir machen im nächsten Part dann an dieser Stelle weiter. Bis dann bei Pokémon Schwarz. Until then.